keiner spielt bei uns den Herrn. Ja, so lebt man die Glocken nach dem schönen Wunderbach. Ja. La 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 la. Ins Land, da Sie im Gegensatz zu Ihren Odenwälder Kollegen im Umgang mit diesem kristallinen Gestein erfahren waren. Sie kamen vorwiegend aus dem Monte Grappa-Gebiet und dem Piave-Tal. Überliefert sind uns aus dieser Zeit Namen wie Barbolini, Cestaro und Tison. Bereits um 1890 waren in Oberfloggenbach, Steinklingen und Wünschmichelbach etwa 80 bis 100 Granitsteinhauer und Schmiede im Einsatz, um Findlinge zu Mauersteinen zu verarbeiten, die mit Pferdefuhrwerken bis nach Mannheim geliefert wurden, womit der Firma Wehrle und Hartmann auch einer der Hauptarbeitgeber saß. Firmenmitinhaber und Stadtrat Heinrich Hartmann wollte seiner Heimatstadt ein besonderes Geschenk machen. So erteilte er 1891 den Auftrag, zwei Steinbecken für die Wasserspiele am gerade zwei Jahre zuvor vollendeten Wasserturm herzustellen. Ein Projekt, das auf die für damalige Verhältnisse gewaltige Summe von 2500 Goldmark veranschlagt wurde. Oberhalb der Ortsstraße, etwa 300 Meter tief im Wald gelegen, fand man einen riesigen Findling, der groß genug war, um daraus zwei Granitschalen herzustellen. Ob nun die eine Hälfte bereits beim Spalten oder aber erst bei der groben Formgebung am Fundort zersprang, ist nicht bekannt. Tatsache ist, dass der halbfertige Teller mit Rollen und Handwinden zum Waldrand auf einen Acker am Ende der oberen Ortsstraße gebracht wurde, wo er seine endgültige Gestalt erhielt. Da man ursprünglich annahm, dass Auftrag und Fertigstellung der Schale innerhalb eines Jahres erfolgte, feierten unsere drei Ortschaften im Sommer 1991 mit zahlreichen Gästen auch aus nah und fern zwei Tage lang das 100-jährige Bestehen des steinernen Jubilars. Nach neuen Erkenntnissen geht man aber davon aus, dass aufgrund der damaligen technischen Möglichkeiten, gearbeitet wurde nämlich im Handbetrieb, also noch ohne Pressluft und in der Regel nur von März bis November, das Meisterwerk erst 1892 vollendet war. Deshalb feiern wir den 125. Geburtstag in diesem Jahr. Wer waren nun die Steinhauer, die dieses einmalige Meisterwerk schufen? Aus zuverlässigen schriftlichen Quellen geht hervor, dass es sich hierbei um Antonio Mazzucco Tison, dessen Schwager sowie Freunde handelte. Ebenso, dass diese Männer in der Winterpause ihren Familien und Verwandten daheim erzählten, dass sie an einer Zuppiera, einer Suppenschüssel, arbeiteten. Die Italiener waren nämlich bei Bauern untergebracht und da stand beim gemeinsamen Essen eine große Schüssel auf dem Tisch, aus der sich jeder mit seinem Löffel bediente. Tison nahm dann im Frühjahr 1892 seinen 16-jährigen Sohn Giovanni als weiteren Helfer mit. Der Freude über das gelungene Werk folgte die Enttäuschung auf dem Fuße. Der Transport des 15 Tonnen schweren Granitbeckens, das einen Durchmesser von 4,20 Meter besitzt, erwies sich als undurchführbar, denn abgesehen von der relativ geringen Belastbarkeit der damaligen Brücken fand sich auch kein Fahrzeug, welches das ungeheure Gewicht getragen hätte. Aber auch die weitere Beförderung der sperrigen und schweren Fracht mit der Eisenbahn von Weinheim nach Mannheim war in jener Zeit kaum möglich. So blieb die Suppenschüssel zunächst am Ort ihrer Fertigstellung liegen. Hätte der Transport geklappt, wäre in jedem Fall ein zweites Becken angefertigt worden. Den Stein hierfür hatte man bereits ausgesucht.
Zwischen dem Grundstückseigentümer Michael Sauer und der Familie Hartmann wurde eine Jähe unter der Bedingung, dass der Granitfäller weder zerschlagen noch veräußert werden dürfe, denselben zu überlassen. Da aber dieser Brief ebenso ein zweiter und dritter nicht an die richtige Adresse kam, wurde schließlich die Gemeinde mit den genannten Auflagen anno 1923 Eigentümerin der Suppenschüssel. Die Gemeinde, in deren Kasse sich in jener Zeit auch keine größeren Summen...